Im Lucida 161 freuen wir uns, dass unser Jahrbuch mit dem Wimmelbild und der interaktiven PDF-Datei, auf der Sie alle Links anklicken können, so gut ankommt und empfehlen die Malenstifte von Staedtler, die Sie sich zum Ausmalen unserer Küchen kostenlos zuschicken lassen können. Genau solche Bleistiftzeichnungen in Ihrer Küchen hängen bis 22. Dezember noch im Hersbruger Kunstmuseum, weil die Mitgliederausstellung gezeichnet die vielen Facetten zwischen hoher Kunst und Handwerk thematisiert. Im Video- und Blogbeitrag stellen wir Ihnen das Eichenbüro der Brüder Simon zusammen mit Annika vor, denn es ist nicht nur ein Hingucker geworden, sondern ein gelungenes Beispiel für gemeinsam mit den Kunden raffiniert durchgeplante Gestaltung. Nur die Einzelanfertigung macht so persönlich an die Bedürfnisse angepasste Einrichtungen möglich. Ein anderes handwerkliches Highlight ist das neue Damaszenermesser von Felix, das nur bei uns mit einem Griff aus Elsbeere ausgestattet ist. Zwischen 70 und 2000 Euro finden Sie sicher auch Ihr Lieblingsmesser, gerne mit Holzgriff aus Unterkrumbach. Am Weihnachtsmarkt des Hersbruger Tierheims wurde unsere Futterküche offiziell eingeweiht. Dank vieler Spender entspricht die liebevoll gestaltete Massivholzküche aus Obstholz mit unkaputtbarer Keramikplatte dem hohen Wert der Arbeit des ganzen Teams für unser Tier- und Gemeinwohl. Und zusätzlich unterstützt es auch noch deren Engagement für regionale Wirtschaftskreisläufe. Für eine enkelgerechte Zukunft setzt sich unser Jahrbuch nicht zufällig ein. Den Namensgeber Leopold Kaspar Rey feierten wir mit dem ganzen Team nicht ganz stilecht mit Pizza, obwohl er als Pariser eher zum Baguette tendiert. In einem gemeinsamen Kochworkshop übten die Möbelmacher auch die Zubereitung von Ceviche aus fränkischem Saibling und entdeckten dabei speziell für Kinder auch die Fischstäbchen oder Fischnuggets, die vom Nachwuchs begeistert aufgenommen wurden. Im Kundenkochworkshop zeigte uns Claudia die Zubereitung roher Klöße und die Jägerin Petra brachte eine Wildschweinschulter mit. Es war wieder eine sehr lehrreiche und lustige Veranstaltung. Bei der nächsten könnte sich dank eines neuen Kochs alles um die asiatische Küche drehen. Sagen Sie uns einfach, wenn Sie sich dafür interessieren, wir laden Sie zum nächsten Termin gerne ein. Bei Jori sind im Moment die Stühle für den Essplatz und die Relax-Sessel in der Herbstaktion. Als zweiter Vorstand des Dehnberger Hoftheaters suchen wir Unterstützer für den Kauf und den Ausbau des Riedelbauschen Wohnhauses. Und wir empfehlen den Artikel der Nachhaltigkeitsjournalistin Susanne Hausdorf in ihrem Blog ichlebejetzt.com. Und vor allem die grandiose CD von Friend and Fellow, deren Ausschnitte Sie im Hintergrund hören. Bis bald!